Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 16. Oktober. Wir wollen uns hier zum Wochenabschluss neben dem gestern behandelten Kiwi, Neuseeländer US-Dollar, heute den Aussie anschauen, den Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Und beide kommen ja bekanntermaßen aus dem ozeanischen Raum, ganz, ganz weit im Osten, da wo die Sonne aufgeht. Neuseeland hat ja hier sozusagen den Forex-Handelsstart immer wieder am Sonntag als erstes zur Gebühr. Da geht es im Prinzip immer wieder los und Australien knüpft da direkt an. Und wir sehen hier den Australdollar, der sich nicht minder interessant zeigt seit einiger Zeit. Wir blicken mal hier zunächst auf den Wochenchart. Hier das große Bild. Das haben wir auch hier ähnlich wie beim gestern dargestellten Kiwi, dass wir hier eine wichtige Unterstützungszone, und das war hier speziell der Bereich 0,7140 rund, ja, plus minus ein paar Pips. Und wir hatten hier auch, das ist sehr schön zu sehen, Moment, da gehen wir noch ein Stück genauer ins Detail, hier mit dem Tief der Kerze vom April 2009. Das war hier das Level bei 0,6949. Genau dieses Niveau hatten wir auch hier temporär unterschritten, 0,69. Die Marke selbst wurde, die runde Marke von 0,69 wurde aber nicht unterschritten. Und man hat hier gesehen, dass diese steile Abwärtsbewegung seit Mai diesen Jahres dann hier letztlich tatsächlich ein Ende fand. Das Ganze begann schon hier im September mit diesen Erholungskerzen, die sehr stark ausfielen, dann aber hier direkt nochmal ein Reversal zum September. Das deutet hier schon wieder bärisches Momentum an, gerade an dieser Abwärtstrendlinie, die hier zunächst bestätigt schien, aber dann, Sie sehen es im Chartverlauf hier mit Einzug in den Oktober, in der Vorwoche insbesondere hier eine sehr, sehr bullische Wochenkerze, die hier mit einem neuen Mehrwochenhoch dann durchaus weitere Perspektiven auf der Oberseite eröffnet. Und wir sehen im Gegensatz zum Kiwi, also dem Neuseeland-Dollar gegenüber dem Ostdollar, dass der Aussie die Woche zwar auch zunächst gut in den Handel kam, ja, also hier auch mit dem neuen Wochenhoch am Montag, dann aber hier derber Rückschlag am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wieder eine leichte Erholung, und heute sehen wir schon wieder einen leichten Rücklauf. Zudem hatten wir das Paar auch im Devisenradar-Webinar, immer mittwochs 15 Uhr, kostenfrei. Da behandeln wir auch Devisenpaare und tätigen hin und Video Education. Hier jedenfalls auch schon eine Art W-Formation, eine Umkehrformation, eine Bodenbildungsformation sozusagen identifiziert. Hier auch schön mit höherem Tief. Das passt wunderbar. Im Prinzip haben wir hier die W-Strecke schon abgearbeitet. Und jetzt ist man auch markttechnisch hier in einer sauberen Struktur, die durchaus weitere Gewinne zulässt. Das heißt, speziell wenn wir hier das Hoch vom Montag überwinden sollten beim Aussie, das wäre hier das Level von 0,7382, würde hier im Sinne der laufenden Erholungsbewegung ein prozyklisches Signal entstehen, welches hier auf String-Trading-Basis Potenzial bis rund 0,7590, 0,76, das ist hier ganz klar die Widerstandszone, das Ziellevel, welches das Währungspaar grundsätzlich vor sich hat. Wir haben hier zwischengeschaltet nochmal, ja, leichtes Widerstandslevel, das ist aber hier meines Erachtens nicht so signifikant wie jenes, was hier dann oben knapp unter 0,76 wartet. Letztlich, wenn es eben hier einen Ausbruch gibt über das Hoch vom Montag, hat auch der Aussie generell weiteres Potenzial. Man darf natürlich nicht vergessen, die letzten Tage, insbesondere letzte Woche, war hier sehr, sehr steil. Das ist beim Kiwi ähnlich. Insofern hier Konsolidierung, keine Überraschung. Beim Aussie direkt ist es ähnlich wie beim Kiwi, dass wenn es hier einen Rücksetzer gibt, der hier auch zu dieser früheren Unterstützungszone führen könnte, 0,7240, dann praktisch von diesem Level aus hier denkbar eine solche Bewegung. Ja, das kann auch unmittelbar starten, aber wir können auch bis in die nächste Woche hinein noch konsolidieren, um dann praktisch in der Folge einen Aufwärtsimpuls nach oben zu sehen, der hier generell weitere Gewinne, weitere Zugewinne auf der Oberseite letztlich verspricht. Und das ist genau das, wo man theoretisch drauf spekulieren darf. Denn wir haben hier eine intakte Trendbewegung. Das sieht sehr dynamisch aus, lässt sich auch alles sehr gut einfangen. Und insbesondere eben hier ein neues Hoch, ein neues Verlaufshoch würde natürlich hier Futter geben für die Bullen, dass der Markt hier weiter ansteigt. Wir hatten auch gestern die Saisonalität im Chat kurz angepriesen. Chat vielmehr im Stream hier. Da bat ein User um eben die
Darstellung der Saisonalität. Und hier sehen wir es, dass es ähnlich wie bei allen Pairs, die in US-Dollar gehandelt sind, der US-Dollar neigt zum Jahresende eher zu einer schwachen Entwicklung. Und das deutet sich hier auch beim Australdollar an. Wenngleich es hier sicherlich bullischere Paare gibt, aber insbesondere bis in den November hinein, Dezember RC, erst Ende des Dezembers. Und da, meine lieben Zuschauer, sollte man sich besser vom Parkett verabschieden. Also spätestens ab Mitte Dezember ist hier nicht zwingend mehr der wilde Handel erforderlich, weil, wie bekanntermaßen auch generell an den Aktienmärkten, dann viele Bücher geschlossen sind und neben erratischen Bewegungen auch hier wirklich die Liquidität stark zurückgeht. Ob man da handeln muss, sei mal dahingestellt. Letztlich bis in den November hinein der Aussie sehr, sehr positiv unterwegs. Das sieht nicht schlecht aus. Ansonsten, wie gesagt, würde sich das dann hier eben auch mit einem kleinen kurzen Pullback, Bestätigung dieser einzelnen Unterstützung, dann hier direkt nochmal im September als Widerstand definiert. Das ist hervorragend. Ausbruch, nochmaliger Rücklauf. Wie gesagt, es muss nicht so tief kommen. Wir haben im Prinzip in dieser Woche schon dieses Level getestet. Wenn es eben neue Reaktionshochs gibt, dann kann man da auch in den Intraday-Mustern sicherlich einen schönen Einstieg finden. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Da haben wir es auch schon. Ja, sehr schöne Aufwärtsstruktur. Jetzt hier der Punkt, dass wir hier diese zwischengeschaltete Stelle 0,72 65 rund, ist auch das gestrige Tagestief, hier durchaus als Level erscheint. Sie sehen auch hier das Hoch von Mitte September, was hier durchaus als Unterstützung schon dienen könnte, um hier direkt nach oben zu starten. Das wäre hier auf jeden Fall eine denkbare Option. Natürlich nicht auszuschließen, dass wir auch noch mal ein Stück tiefer gehen. Nur was nicht passieren darf, dass wir im Prinzip hier dann ein neues Wochentief machen. Das wäre sicherlich ungünstig, ungünstig für die weitere Entwicklung. Das würde dann mehr oder weniger hier sicherlich eine Abwärtsbewegung initiieren. Davon ist aber aktuell nicht auszugehen. Hier halt Stabilisierung wäre gut. Er kann, wie gesagt, auch noch ein Stück tiefer gehen, aber insbesondere neues Mehrwochentief machen wir das mal besser so, um dem Preis auch ein Stück weit Spielraum zu geben. Insbesondere neues Mehrwochentief sollte vermieden werden, ja, um das mal so einzugrenzen. Gut. Dann hätten wir im Prinzip den Aussie heute auch schon besprochen. Neben dem Kiwi, wie gesagt, das Momentum hier weiter bullisch. Was ich Ihnen hier noch zeigen will, ist das Cross-Rate-Pair Australdollar, Neuseeland-Dollar. Sehr, sehr interessant auch. Sicherlich für den einen oder anderen Intraday jetzt nicht unbedingt zu bevorzugen, aber hier sieht man sehr schön die Korrelation beider Paare direkt. Das heißt, wir hatten hier vom Sommer an einen gewissen Ausgleich, da hat sich kein Paar wirklich herausgehoben oder ist herausgestochen, aber jetzt eben zuletzt der Kiwi wesentlich stärker als der Aussie. Da sehen wir jetzt insbesondere, und das ist schön zu sehen, dass wir hier dieses Unterstützungslevel, diese Unterstützungszone um 1,09 hier in dieser Handelswoche unterschritten haben, und das führt auch zu einer Outperformance des Neuseeland-Dollars, was eben hier das Cross-Rate-Pair Australdollar-Neuseeland-Dollar nach unten drückt. Jetzt hier interessant, dass wir hier eine Unterstützung haben, die ja rein auf den Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar bezogen jetzt hier wieder für eine gewisse Stärke des Aussie sprechen könnte. Also Neuseeland-Dollar ein Stück weit schwächer, Aussie hier mit einer positiven Performance gesegnet. Das will ich nicht ausschließen. De facto scheint aber auch das Chartbild vom Kiwi im direkten Vergleich bullischer, sodass ich neben hier einer temporären Unterstützung und einer Erholung das mittelfristige Bild wohl weiter schwächer für den Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar zu bewerten ist. Wie gesagt, ganz interessant, durchaus auch mal ein Blick wert, dieses Crossrate-Verhalten. Und ansonsten wären wir jetzt hier schon durch. Im Prinzip wollen noch mal sehen, was passiert hier am heutigen Handelstag. Die Ranges erlauben noch viel Potenzial. Insofern wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder in alter Frische und Stärke. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.